Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Gelesen von Aoi Malve. Kapitel 1. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann, der ein beträchtliches Vermögen besitzt, eine Frau bedarf. Wie wenig die Gefühle und Ansichten eines solchen Mannes bei seinem ersten Erscheinen in einer Gegend auch bekannt sein möge, diese Wahrheit sitzt so fest in den Köpfen der Familien und der Nachbarschaft, dass er sogleich als das rechtmäßige Eigentum der einen oder anderen ihrer Töchter betrachtet wird. »Mein lieber Mr. Bennet«, sagte dessen Gattin eines Tages zu ihm, »hast du schon gehört, dass Neverview Park endlich verpachtet worden ist?« Mr. Bennet erwiderte, das habe er nicht. »Aber so ist es«, entgegnete sie. »Mrs. Long war nämlich gerade hier und hat mir alles erzählt.« Mr. Bennet sagte nichts dazu. »Willst du denn gar nicht wissen, wer es gepachtet hat?« rief seine Frau ungeduldig. »Du möchtest es mir doch erzählen, und ich habe nichts dagegen, es zu hören.« Das war Aufforderung genug. »Also, mein Lieber, Mrs. Long sagt, dass Neverfield von einem sehr vermögenden jungen Mann aus dem Norden Englands gepachtet worden ist und dass er am Montag in einer vierspännigen Kalesche hierher kam, um sich den Besitz anzusehen. Und er war so begeistert davon, dass er sofort mit Mr. Morris übereinkam und es noch von Michaeli in Besitz nehmen, und einige seiner Diener sollen schon am Ende nächster Woche dort erscheinen.« »Wie ist denn sein Name?« »Bingley.« »Ist er verheiratet oder ledig?« »Oh, natürlich ledig, mein Lieber. Ein alleinstehender Mann mit einem so großen Vermögen, 4.000 oder 5.000 im Jahr. Was für eine wunderbare Sache für unsere Mädchen.« »Wieso? Was haben Sie denn damit zu tun?« »Mein lieber Bennet«, entgegnete seine Gattin, »wie kannst du nur so schwer vom Begriff sein? Du solltest wissen, dass ich daran denke, er könnte einen von ihnen heiraten.« »Will er sie deshalb hier niederlassen?« »Deshalb? Unsinn! Wie kannst du nur so etwas sagen? Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass er sich in eine von ihnen verliebt, und darum musst du ihm deine Aufwartung machen, sobald er hier ist.« »Dafür sehe ich keine gute Veranlassung. Du kannst dann mit dem Mädchen hingehen, oder du lässt sie alleine gehen. Was vielleicht noch besser wäre, denn du bist ja ebenso hübsch wie sie alle. Magst du Bingley vielleicht noch von allen am besten gefallen?« »Du schmeichelst mir, mein Lieber. Gewiss, hatte ich auch mal mein Teil Schönheit. Aber ich gebe nicht vor, jetzt noch etwas Besonderes zu sein. Wenn eine Frau 5 erwachsene Töchter hat, sollte sie aufhören, an ihre eigene Schönheit zu denken.« »In solchen Fällen hat eine Frau oft keine Schönheit mehr, an die sie denken könnte.« »Aber, mein Lieber, du musst Mr. Bingley unbedingt besuchen, wenn er hierher kommt.« »Das kann ich beim besten Willen nicht versprechen.« »Aber denk doch an deine Töchter. Bedenk nur, was für eine Partie eine von ihnen machen würde. Sir William und Lady Lucas sind entschlossen hinzugehen, nur aus diesem Grund. Du weißt, im Allgemeinen besuchen sie keine Neuankömmlinge. Wirklich, du musst hingehen. Wir können ihnen doch unmöglich selber die Aufwartung machen, wenn du es nicht tust.« »Du nimmst das bestimmt alles genau. Ich wage zu behaupten, dass Mr. Bingley sehr erfreut sein wird, euch zu sehen. Und ich werde ihm durch ein paar Zeilen zukommen lassen, um ihm meine aufrichtige Zustimmung zu versichern, eines der Mädchen, welches er auch wählen möge, zu heiraten. Doch möchte ich ein gutes Wort für meine kleine Lizzie einlegen.« »Ich ersuche dich, das nicht zu tun. Lizzie ist kein bisschen besser als die andere. Ganz gewiss ist sie nicht halb so hübsch wie Jane und auch nicht halb so fröhlich wie Lydia. Aber du gibst dir ja immer den Vorzug.« »Keine von ihnen hat viel Empfehlenswertes«, erwiderte er. »Sie sind alle genauso töricht und unwissend wie andere Mädchen. Aber Lizzie besitzt etwas mehr Intelligenz als ihre Schwestern.« »Mr. Bennet, wie kannst du nur so schlecht über deine eigenen Kinder reden? Es macht dir Vergnügen, mich zu quälen. Du hast kein Erbarm mit meinen schwachen Nerven.« »Du irrst dich, meine Liebe. Ich habe großen Respekt vor deinen Nerven. Sie sind meine alten Freunde. Ich habe dich voller Hochachtung seit mindestens 20 Jahren von ihnen reden hören.« »Ach, du weißt ja nicht, was ich leide.« »Aber ich hoffe, du wirst darüber hinwegkommen und noch viele junge Männer mit 4.000 Pfund im Jahr in unsere Gegend kommen sehen.« »Das wird uns gar nichts nützen, selbst wenn 20 davon hierher kämen, weil du ihnen ja keinen Besuch abstatten wirst.« »Wenn es 20 sind, meine Liebe, dann kannst du dich darauf verlassen, dass ich allen meine Aufwartung machen werde.« Mr. Bennet bestand aus einer so seltsamen Mischung aus gelegentlicher Heftigkeit, Schlagfertigkeit, sarkastischem Humor, Zurückhaltung und Caprice, dass die Erfahrung von 23 Ehejahren für seine Gattin nicht ausgereicht hatten, sein Wesen zu begreifen. Das ihre war weniger schwer zu ergründen.
Sie war eine Frau von geringer Einsicht, wenig Kenntnissen und launenhaftiger Gemütsart. Wenn sie unzufrieden war, bildete sie sich ein, sie sei nervös. Ihre Lebensaufgabe war es, die Töchter zu verheiraten, ihre Freude, Besuche zu machen und Neuigkeiten zu erfahren.